sind wir jetzt wieder. Okay. Das heißt, ich komme jetzt da unten weiter. Wie ist mein Ziel? Ich habe gerade kein Ziel. Das ist natürlich interessant. Ist blöd. Ah, okay, wenn ich privat. Wenn wir jetzt in Option Delta Hauptlobby und unter Delta Ebene. Achso, da unten ist die Delta Hauptlobby quasi. Tippe ich mal. Deswegen sind wir auch vorhin hier nicht mehr nicht hochgekommen. So, jetzt bin ich hier. Jetzt müsste. Wo bist du denn jetzt? Dass der auch noch hinter mir ist. Boah, das ist echt nervig, war das, sag ich euch. Die mir jedes Mal von hinten auf den Sack gehen. Was hat jetzt hier die. Ah, das ist die Zugangslobby, okay. Man sollte auch ab und zu mal unten links auf gucken, wo man gerade ist. Das hilft schon enorm. Wo bin ich denn jetzt hergekommen? Ich bitte um mich. Das sind echt hartnäckig, die Idioten, ey. So. Da ist die Delta Hauptlobby. Und jetzt können wir, sagst du, hier sind die Aufzüge, okay. Kann ich denn hier noch rein? CPU-Komplex. Dann rufen wir uns doch mal hier den tollen Aufzug. Kann ich auch nach oben drücken? Nee, ne? Okay. So, Delta-Labor verlassen. Und weiter geht's noch tiefer in die tiefen, tiefen Ebenen der Marsstation. Wo diese Drecksviecher da rumkacken sind, Mann. Hm. USC Biological Research Level 2. Was? So lange gespielt und erst Level 2? Oh, alter Vater. Irgendwie entwickelt die sich diese Waffe gerade zu meiner Lieblingswaffe. Sieht man auch an der Munitionsmenge. So eine Scheiße. Hier wird es auf jeden Fall much more darker. Tolle Karte. Da höre ich schon wieder Rumgeschrei. Wurde denn jetzt hier gespeichert? Ich mach lieber noch mal kurz Delta Labor. Mal kurz darüber speichern, danke. Gespeichert, gut. So. Oh. Flashback. Was ein scheiß Flashback. Was ein scheiß Flashback, wa? Erst alles Blut getränkt hier. Ah, ja. Sollen wir hier mal links um die Ecke gucken? Nein, da ist nix. Dann mal hier rechts um die Ecke gucken? Nein, da ist nix. Links um die Ecke gucken? Da sind Rüstungsfragmente. Aber keine bösen Menschen. Beziehungsweise halbtote böse Menschen. Tote böse Menschen? Ich weiß nicht. Irgendwelche Idioten. Okay, hier geht's auch zum Aufzug. Okay. Da bin ich. Bin ich jetzt hergekommen? Hier bin ich hergekommen, ne? Ja. Hier bin ich hergekommen, das heißt, ich möchte gerne mal hier lang. So. Was pocht da so? Ich weiß ja nicht, ne? Hallo? Boah, ist das creepy. Boah, alter Vater, jetzt habe ich mich übel krass erschreckt. Boah, jetzt habe ich gerade Gänsehaut gekriegt. Ist da unten jemand? Ob da jemand ist? Ich habe da was für dich. Komm. Da war wohl jemand drin. Jetzt nicht mehr.
Oder habe ich gerade den anderen Typen hier weggesprengt? Boah, nee. Jetzt ziehe ich hier mal durch. Da bewegt sich doch irgendwas. Ach, das ist nur ein Rohr, okay. Was für futuristische Pissoirs. Pissoirs. Wir sollten uns nicht so lange auf dem Klo aufhalten. Komm, lad. Okay. Auf dem Pissoir. Da sprengt mich dieses fette Stück Brot einfach mal an, ey. So ein Mist wie, ey. Boah, nicht schon wieder so ein Schlangenarm, Mann. Die sind nämlich echt nervig. So, ein paar Magazine hier. Das meine ich, genau das meine ich. Wer baut denn solche komischen Dinger hier in die Wände ein? Wo dann irgendwelche fucking Monster rausspringen? Also wenn jemand die Marsstation wirklich so baut, ja, der wird gehauen. Was ist jetzt hier der Plan? So, alles wegknallen, ja. Nee. Oh, das ist ein PDA. Okay. Peter Relay. Einmal hauen darfst du mich danach so. Werden die Geräusche immer penetranter, merkt ihr das? Blub. Alter, als wenn ich es gewusst hätte. Was rennst du so behindert rum? Der hatte echt einen Schatten. Keiner mehr, ne? Also erstmal gucken hier. Beobachten des Personals. Audiolog des medizinischen Beraters Peter Raleigh, 29. Oktober 21:45. Wir haben alle bekannten Formen medikamentöser Behandlung ausgeschöpft, um diesen seltsamen Ausbruch von Demenz irgendwie aufzuhalten. Und ich warte noch auf Daten von den Psychiatern auf der Erde. Uns gehen die Optionen aus. Etwa 80% aller Teilnehmer an außerplanetaren Expeditionen lassen innerhalb von 48 Stunden nach ihrer Rückkehr Anzeichen einer leichten Neurose erkennen. Innerhalb von 72 Stunden weisen 75% der Patienten extreme Anzeichen paranoider Wahnvorstellungen und Gewalttätigkeit auf. Wir haben diese Fälle isoliert, in der Hoffnung, das Pathogen zu finden. Bislang haben wir keine biologischen Verunreinigungen finden können, die derart drastische Veränderungen in den kognitiven Prozessen bewirken würden. Was auch immer das Pathogen ist, es greift offenbar höhere Hirnfunktionen an und lässt primitivere Funktionen im unteren Hirnstamm intakt. Ein hoher Prozentsatz der Subjekte verliert die Fähigkeit zu rationalem Denken und zwischenmenschlicher Kommunikation. Und dann treten die körperlichen Veränderungen auf. Die Subjekte in dieser Gruppe scheinen dahin zu schwinden. Die Haut wird bleich, die Muskeln schlaff. Knochen, Zähne und Fingernägel werden fast durchsichtig. Sie werden zu Adern durchzogenen, sehnigen Versionen ihrer selbst. So etwas ist mir in meiner ganzen Laufbahn noch nie begegnet. Wir beobachten die Situation weiter. Ja, was bleibt uns auch anders übrig, ne? Noch etwas hast du... Oh, ich hab's gesehen. Weg! Ich hab doch gerade gesehen. Da. Ich hab dich doch gerade noch gesehen, du Idiot, ey. So, aber da kam noch was. Tod von Steve Audiolog des medizinischen Beraters Peter Raleigh. 1. November 21:45. Heute um 15.43 Uhr verstarb Patient 0432, Private Steve Jensen von der UAC Panzertruppendivision Darklight, an einer selbst zugefügten Schusswunde. Der Vorfall ereignete sich etwa 110 Stunden nach seiner Rückkehr von einer Expeditionsmission. Private Jensen litt an paranoiden Wahnvorstellungen und ausgeprägter Demenz. Die Behandlung war nicht erfolgreich. Er war das letzte überlebende Mitglied seiner Gruppe. Vier weitere Mitglieder seines Trupps, die mit Private Jensen zurückgekehrt waren, verstarben kurze Zeit später an Verletzungen,
die sie bei dieser letzten Mission erlitten hatten. Vor Private Jensens Tod wurde beobachtet, dass er sowohl in seiner Muttersprache als auch in einer völlig fremden Sprache brüllte. Von Dämonenhorden, die unsere Seelen fressen. Oh ja. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der anderen Sprache um Aramäisch. Aus Sorge um die Sicherheit in dem Bereich habe ich in meinem Büro ein wenig Ausrüstung hinterlegt. Ja bitte, dann hätte ich auch gerne einen Code, den du bestimmt in deinen E-Mails hast, du kleiner Schlingel. So, nein. Und... Du hast Ausrüstung hinterlegt, wo ist denn die jetzt? Die ist leergefähigt. Das ist leck mich am Arsch, ich brauch keine Ausrüstung. Kommst du voran, Marine? Dein Weg ist sinnlos. Du stirbst und deine Seele gehört mir. Können wir sehen. Können wir ja sehen, ob meine Seele stirbt. Ob ich sterbe und meine Seele. Oh nö, der nicht heute. Ich dachte, ich kann die abfangen. Ich hab falsch gedacht, ne? Ah, ich habe wieder ein paar. Ein paar geile Dinger hier. Bleiben wir bei der. Hier geht nichts. Geht hier was? Aktenlager, Mitarbeiter habe ich nicht. Da muss ich wohl hier lang. Ja, hier ist offen, das ist nett. So. Was ist denn jetzt hier so? Will ich mal ganz schnell durchhuschen? Na, ganz schnell. Komm, husch. Durch. Hopp, hopp, hopp. Danke. So, da ist der Observation Room und die Testkammer. Die Testkammer. Was wird denn da getestet? Wenn da Tests... Da sitzt noch einer. Wer ist da? Gott sei Dank. Sie sind keiner von ihnen? Ich dachte, alle wären weg. Ich war dabei. Ich half ihm. Wir waren so verrückt, das Portal zu einer anderen Dimension zu öffnen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben das Böse hereingelassen. Der Schutzstabilisator am Portal fiel aus, als Betrüger das Gerät an sich nahm. Ein Artefakt aus den Ruinen. Er nahm es mit ins Portal und brachte die Hölle hierher. Sie müssen mir jetzt helfen. Ich versuche, die Teleporter wieder in Gang zu bringen. Um uns herum ist alles zerstört. Wir können also nur auf diese Weise rauskommen. Ich brauche einen funktionierenden Plasma-Induktor. Damit bringe ich den Teleporter wieder zum Laufen. Suchen Sie in den Betriebsräumen. Ich habe Sicherheitsfreigabe. Ich kann Ihnen die Türen öffnen. So. Die Zeit drängt. Beeilen Sie sich. Ich beeile mich, aber erstmal werde ich hier speichern. Speichern. Oh. Speichern. Annehmen. Gut. Ja, über 7,5 Stunden spielen wir schon in diesen tollen Gängen hier. Scheinbar. Aber wie war das nochmal jetzt? Hol den Plasma-Induktor aus dem Serverraum im Betriebssektor. Alles klar. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung, okay. Dekontaminierung abgeschlossen. Ein schönes. Ja, dir auch. Wo sind wir denn hier? Ziel konnte nicht erfasst werden. Achso, und dafür brauche ich das wahrscheinlich, ne? Alles klar. Dann werde ich hier nochmal mich verschwinden in der Testkammer. Boah, jetzt muss ich die Scheiße wieder machen. Dankeschön. Ja, eine Dusche war dringend nötig. So. Gehen wir mal auf die andere Seite. Hier entlang. Oh, es geht ja richtig schnell. Eine tolle Karte. Und jetzt?